small. Watch the clock ticking off the wall. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Und zwar dieses Mal zur 35. Schwangerschaftswoche. Jetzt sind es nur noch 5 Wochen bis zum ET. Das heißt, in 2 Wochen könnte das kleine Baby schon auf die Welt kommen, ohne dass es ein Frühchen ist. Und das ist schon phänomenal, ja. Das Video wird wahrscheinlich heute etwas länger. Wir haben einige Fragen, oder was heißt wir? Also ich habe einige Fragen zu beantworten, die ihr mir unter dem letzten Video gestellt habt. Und dann habe ich auch noch einiges eigentlich so zu erzählen. Also nehmt euch gerne eine Tasse Tee oder whatever zur Hand und macht es euch bequem. Legen wir direkt mal los. Die Annie hat gefragt, ich erinnere mich, dass du in deinem Video erwähnt hast, beim zweiten Kind mit Stoffwindeln zu wickeln. Ist das nicht mehr so? Also grundsätzlich, wenn es nach mir gehen würde, würde ich das super gerne mal ausprobieren wollen, aber es ist halt nicht so wirklich Matthias seins. Also der hat schon, muss ich gestehen, ich sag's wie es ist, irgendwie Berührungsängste mit Stuhlgang und das ist halt dann bei Stoffwindeln schon eher der Fall, ne? Von daher, ja. Und außerdem dann mit zwei Kindern, am Anfang würde ich das sowieso nicht machen, sondern erst dann, was weiß ich, wenn das zweite Kind dann oder das zweite, ja, Baby 3 Monate oder so alt ist. Ich glaube, dann würde ich sowieso erst dann mit Stoffwindeln starten. Allein wegen der Größenthematik oder Problematik oder wie auch immer, weil diese Mitwachsenden, das ist immer so eine Sache. Und mit den dünnen Beinchen, ich glaube nicht, dass wir ein mega schweres, großes Kind bekommen. Von daher, ja, man sieht es ja auch, dass andere YouTuberinnen, die mit Stoff vorrangig dann wickeln wollen, am Anfang eben auch die Wegwerfwindeln aus denselben genannten Gründen eben auch nutzen. Ja, also ich denke, es wird nach wie vor bei der Lido-Windel bleiben für beide Kinder. Und das mit der Stoffwindel muss ich, glaube ich, abhaken für mich. Schade, aber ja, ich hätte es sehr gerne ausprobiert. Beuteltiermama fragt, wie wird es denn bei diesem Baby? Wirst du es auch komplett vegan aufziehen und achtest du dabei auch auf vegane Waschprodukte, Kleidung? Ja, klar, werde ich auf jeden Fall weitestgehend wieder vegan ernähren. Was heißt weitestgehend? Ja, möchte ich, das ist der Plan. Warum sollte ich denn das jetzt auch anders machen, wenn ich es bei Jonas so mache? Wobei Jonas auch nicht hundertprozentig vegan ist. Also er kriegt am Wochenende jetzt immer sein Croissant oder so ein Bamberger heißt das hier ja auch. Es gibt ja unterschiedliche Varianten, wie auch immer. Und das ist auch nicht vegan, da ist Butter drin. Aber soweit ich das eben steuern kann und ich will ihm ja auch nicht alles verwehren. Genauso, wenn er dann in den Kindergarten gehen wird mit 3 Jahren. Hier gibt es keinen veganen Kindergarten. Hier gibt es halt vegetarische Kindergärten oder halt Kindergärten, die grundsätzlich halt Fleisch einfach nicht mit auf dem Speiseplan haben. Und dann würde das ja dann auch essen. Also ja, aber bei Fleisch bin ich da wirklich ganz arg, also das, ich möchte das nicht und das soll er dann wirklich selber entscheiden, wenn er das entscheiden kann. Ja, und so werde ich das beim zweiten Kind auch handhaben. Sie hat aber noch weitere Fragen. Und wie ist das bei dir mit dem Gewicht? Ich finde, die Zunahme bei dir ist super im Durchschnitt. Hättest du Angst, wenn es zu viel wäre, was du zunimmst? Ich habe 27 Kilogramm zugenommen in der Schwangerschaft und da sehr viel Wasser im Körper gehabt. Denke ich jedoch nicht, dass das schlimm ist, also die Kilogramm. Hauptsache, man bekommt es nach der Schwangerschaft ja wieder runter. Sehe ich im Grunde auch so. Also ich meine, bei Wasser, das kann man ja nicht steuern, ja. Das ist dann leider so und das ist ja dann keine Zunahme in Fett, ne? Das ist ja nochmal was anderes. Also ich sage jetzt mal, die Zahl ist gar nicht so entscheidend, die man zunimmt, sondern die Tatsache, was es tatsächlich ist. Ist es Wasser oder Fett? Also ich hätte ein Problem damit, wenn ich 27 Kilogramm mir angefuttert hätte. Ja, damit hätte ich ein Problem. Klar ist es wichtig, Hauptsache es geht hinterher wieder runter und man hat die normale Figur. Wobei bei einer gewissen Zunahme leidet natürlich auch die Haut mit drunter. Das ist, denke ich, Fakt. Also zumindest, sage ich jetzt mal, bei den meisten Frauen wird das so sein. Manche Körper machen das gut mit, ja. Sandra Ziola hat auch eine Frage. Deine Schwangerschaft sieht man von dir von hinten gar nicht an. War ja bei Jonas auch so. Sind die Kindsbewegungen immer noch so heftig? Denn langsam wird es ja eng im Bauch. Also die Kindsbewegungen haben tatsächlich etwas nachgelassen. Also es ist humaner geworden. Sicherlich hier und da ist es noch so, dass sie so ouchen, ganz kurz und so. Aber auch gerade in der Nacht und so, alles ruhig, Paletti. Also, ja. Ich denke, das ist im normalen Bereich. Es wird ja, glaube ich, oft gesagt, so je enger es wird, desto weniger ist dann so Action und Party im Bauch. Ja, es ist auf jeden Fall super gut, angenehm jetzt. Kann mich nicht beklagen.
Shima Belly. Ich bin einerseits so gespannt auf das Geschlecht und den Namen eures Babys. Andererseits werde ich deine Schwangerschaftsupdates echt vermissen. Oh, vielen Dank. Das ist ganz lieb von dir. Ich nehme an, dass ihr schon relativ sicher seid, welchen Namen euer Kind bekommen wird, oder? Gibt es denn Namen, die zur Auswahl standen, die es aber definitiv nicht werden? Das finde ich immer so, immer total interessant. Ja, also mit dem Namen sind wir uns jetzt eigentlich sehr sicher, sowohl für das eine als auch für das andere Geschlecht. Der Mädchenname, der stand ja schon immer fest, schon am Anfang der Schwangerschaft von Jonas. Den werden wir verwenden, da gibt es auch keine Alternativen. Wenn es ein Mädchen ist, dann heißt es so. Und beim Jungen, das fand ich ja immer total schwierig, da hatten wir ja bei Jonas schon ganz viele uns rausgesucht. Und ja, einer von denen ist es tatsächlich jetzt auch für das zweite Kind dann geworden, von den jungen Namen. Also wir wissen für beide Geschlechter, wie es dann heißen soll. Und ja, ich bin entspannt. So, und dann fragt sie noch, blickst du der Geburt immer noch so entspannt entgegen oder hast du das Gefühl, dass du so langsam doch etwas aufgeregt bist? Und wie empfindet dein Mann? Da ist er aufgeregt. Also ich bin wirklich sehr tiefenentspannt, weil ich alles offen lasse. Es kommt, wie es kommt und so wird es dann richtig sein. Und egal, wie dieser Weg sein wird, es wird alles gut irgendwie. Also ich mache mir da auch gar keinen Druck. Vielleicht kann sich das auch jetzt gleich noch bei meinen weiteren Berichten, was so in der Woche passiert ist, nochmal ein bisschen untermalen, wie auch immer. Werdet ihr gleich sehen. Mein Mann ist sowieso tiefenentspannt. Ich weiß nicht, liegt es daran, dass er einfach der Mann ist und er muss die Geburt nicht stemmen und er muss das auch nicht dann so mit zwei Kindern wuppen, weil ich bin halt doch, was das angeht, einfach so der Boss im Haus. Das ist einfach so. Was die Kinder angeht, da habe ich das Sagen. Und da verlässt er sich dann auch auf mich und er weiß, denke ich, dass er so den Fokus dann sowieso erstmal dann auf den Jonas hat, was so das Drumherum angeht. Ich meine, ich werde wieder stillen, das ist der Plan zumindest, aber ich gehe auch davon aus, dass das wieder klappt. Ich werde da auch vieles anders machen, dass es so klappt, wie es soll. Und ja, von daher ist der tiefenentspannt. Sina Gelbke hat auch eine Frage. Ernährt sich dein Mann auch vegan und dein Sohn? Seit wann lebst du vegan? Schläft Jonas schon durch? Wie lange hast du Jonas gestillt? Das sind viele verschiedene Fragen. Oh Gott. Also mein Mann ernährt sich nicht hundertprozentig vegan. Hier zu Hause vorrangig schon. Aber außer Haus isst er auch mal Fleisch und alles andere auch. Unser Sohn ist, wie vorhin schon erwähnt, so quasi vegan. Also bis auf ein paar kleine Ausnahmen, die ich eben dann eben unterwegs oder wie auch immer mal dann nicht verwehren möchte. Und jetzt sind es gute 3,5 Jahre, die ich vegan lebe und fahre damit wirklich sehr, sehr gut. Und mir geht es damit auch viel, viel besser. Aber gut, jeder macht so seine eigenen Erfahrungen. Für mich ist es die Lösung und für mich ist es richtig. Ja, aber das sieht ja jeder anders. Schläft Jonas schon durch? Ja, schon sehr lange. Ich weiß gar nicht, wie lange schon, aber er will vielleicht mal einen Schluck Wasser. Aber er schläft durch. Ja. Wie lange hast du Jonas gestillt? 11 Monate habe ich gestillt, aber nicht voll natürlich. Wir haben dann mit knapp 6 Monaten hier angefangen mit der Beikost und dann hat sich das peu à peu reduziert und er hat sich dann von alleine abgestillt. Ja, besser kann es nicht sein. Ich hätte natürlich auch noch etwas länger gestillt, wobei ich dann noch nicht hätte wieder in der Gastro arbeiten gehen können. Gut, dann wäre das später gewesen. Mal gucken, wie es jetzt beim zweiten Kind wird. Sira M. hat hier auch noch eine Frage. Bei meinem Geburtsvorbereitungskurs ist es auch genauso. Wenn man an dem Kurs nicht teilnehmen kann, muss man die Gebühren selbst bezahlen. Der Kurs besteht aus 7 Teilen mit 2 Partnerabenden. Partnergebühr 40 Euro wird von der Krankenkasse nicht übernommen. Und egal, ob der Partner teilnimmt oder nicht, muss man die Gebühren bezahlen. Mich würde interessieren, wie es bei deinem Kurs ist. Nimmt dein Mann an dem Kurs auch teil? Also es gibt einen speziellen Partnertermin. Das ist dann sogar ein Samstag bei dem Kurs, den ich gebucht habe. Und das wird auch von der Krankenkasse bezahlt. Das war auch bei Jonas schon so, aber ich glaube, das hängt auch von der Krankenkasse ab, bei der man ist. Und ob man den jetzt bezahlen muss, auch wenn der Partner nicht teilnimmt, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Das müsste ich mal in Erfahrung bringen. Und da wird er auf jeden Fall teilnehmen, außer irgendwie sollte was mit Jonas sein oder so. Oder wir haben ihn ja bisher noch nie fremd betreuen lassen und das klappt dann vielleicht nicht. Dann kann er an dem Kurs nicht teilnehmen, aber ja, so dramatisch wird das, glaube ich, auch nicht sein. Für mich war wichtig, dass ich meinen Kurs so einmal die Woche eben besuchen kann. Einfach ein Termin für mich. Aber das habe ich euch ja schon erzählt. Ja, genau. So viel zum Thema Geburtsvorbereitungskurs.
Dann haben wir noch eine letzte Frage von der Verena 1993. Was möchtest du als nächstes für das Baby nähen? Ich fand deine Mütze sehr niedlich. Vielen Dank. Wer das Tutorial? Nähanleitungsvideo noch nicht gesehen hat, schaut mal auf meinem Kanal vorbei. Da habe ich eine super süße kleine Babymütze eben genäht. Und dazu möchte ich passend auf jeden Fall noch eine Pumphose als nächstes nähen. Und der Plan ist natürlich auch, dass ich das wieder mitfilme für euch. Genau, das ist so das nächste Projekt. Und dann möchte ich noch eine Bettschlange nähen für den Jonas. Das wollte ich eigentlich mal machen. Aber mal gucken, ob ich da überhaupt noch dazukomme vor der Geburt. Irgendwie ist ja immer was los. So, das waren jetzt alle Fragen und jetzt machen wir mal direkt mit den Zahlen, Daten und Fakten weiter. Wie immer zuallererst mein Gewicht. Ich bin jetzt bei 62,5 Kilogramm. Das heißt, ich habe zuvor der Schwangerschaft 10,8 Kilogramm zugenommen. Ich habe jetzt mal gespickelt, was ich bei Jonas hatte. Da war ich nämlich bei 63,6, also 1,1 Kilo mehr, aber habe erst 9,6 Kilo zuvor der Schwangerschaft zugenommen gehabt, denn ich hatte ein höheres Startgewicht, als ich eben jetzt in dieser Schwangerschaft hatte. Aber ja, alles wunderbar im Rahmen, also da will ich mich auch nicht beschweren. Und mein Bauchumfang war an 35 plus 0 auch deutlich gewachsen. Oder ja, der Umfang hat deutlich zugenommen. Und zwar hatte ich ja letzte Woche 100 cm und diese Woche 102. Also so einen Sprung hatten wir bisher noch nicht. Aber in der Schwangerschafts-App habe ich auch nachgelesen oder gelesen, dass in der Woche wohl das Kind einen ziemlichen Wachstumsschub macht in der Regel. Und das bestätigt irgendwo auch meinen Bauchumfang. Am Montag in der Woche hatten wir gleich einen Vorsorgetermin. Da war Matthias auch mit dabei, weil er noch Urlaub hatte zufälligerweise. Denn wir waren ja am Wochenende davor auf der Hochzeit am Bodensee und da hat er sich den Montag eben noch freigenommen. So konnte er dann eben mit. Da wurde zum einen das erste CTG geschrieben. Das war auch wunderbar. Ich weiß nicht so recht, wie ich zum CTG stehen soll. Ich denke, ich hätte darauf verzichten können. Muss man nicht machen. Reicht, glaube ich, ab ET. Aber das haben ja viele schon unter meinem Instagram-Post auch geschrieben. In der Schweiz und in Österreich wird das auch erst ab ET gemacht. Aber das handhaben die Praxen dann doch ganz, ganz unterschiedlich. Danach waren wir dann bei meiner Frauenärztin eben drin, haben ein bisschen was gesprochen, nochmal wegen meinen Schmerzen, die ich so im Schambeinbereich eben habe. Ich denke halt, dass es gar nicht unbedingt nur die Symphyse ist, sondern ich habe so gewisse Schmerzpunkte einfach oder alles tut mir so weh und ich habe immer das Gefühl, alles fällt unten raus und auch so ein Druck schon gegen das Hintertürchen ist vorhanden und das ist halt unterschiedlich stark, aber ein Schmerz ist immer da und aber wie sind wir verblieben? Ich muss halt doch irgendwo einfach das Ganze ausharren und darauf warten, dass es nach der Entbindung dann einfach wieder gut ist. Und ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Dann haben wir einen Ultraschall gemacht. Den machen wir ja in der Schwangerschaft jedes Mal. Also ich lasse mich drauf ein, aufgrund des Wachstumsstillstandes von Jonas eben in der Schwangerschaft, den wir so ab der 34, 35. Woche eben hatten. Ja. Überraschenderweise, oder was heißt überraschenderweise? Ich habe es schon vom Gefühl her so erwartet. Das Baby ist absolut zeitgerecht, top in der Kurve entwickelt. Wir haben gemessen 2227 Gramm auf 46 cm. Das heißt, das Baby ist jetzt an 35 plus 1 dann schon größer und schwerer gewesen als Jonas bei 38 plus 2, als er geboren wurde. Also von daher alles gut. Ja, ich bin total entspannt. Dann hat sie noch nach dem Muttermund geguckt und der war auch fest und verschlossen, also alles prima und perfekt. Sie hat auch noch ein einziges Mal Blut abgenommen in der Schwangerschaft. Ich habe ja den nächsten Termin auch wieder erst in 4 Wochen und der ist dann 10 Tage vor dem ET. Also wird das letzte Mal gewesen sein, um da einfach nochmal nach den Blutwerten zu gucken. Eisen und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig auf die Geburt hin, dass man das nochmal genau checkt. Und da vielleicht eventuell da noch was einnehmen sollte. Aber bisher waren ja meine Eisenwerte immer sehr vorbildlich. Sie hat mir auch noch eine Überweisung mitgegeben, um nochmal auf den Wachstumsstillstand thematisch eben zurückzukommen. Das hatte ich ganz vergessen zu sagen. Da hat sie mich jetzt nochmal ins Pränatalzentrum überwiesen, um einfach hundertprozentig sicher zu gehen, dass da wirklich alles passt.
weil sie hatte auch nicht das beste Gerät und auch nicht so die technischen Möglichkeiten. Deswegen ab ins Pränatalzentrum, dass da eben nochmal mit dem Doppler oder wie das nochmal heißt. Ich gucke mal schnell im Mutterpass, da habe ich hier die Überweisung drin liegen. Was hat sie da geschrieben? Also bitte Fetometrie, was das jetzt genau heißt, weiß ich nicht so genau. Das müsste ich selber nochmal googeln. Und eben Doppler. Das ist so ihr Auftrag, den sie auf die Überweisung geschrieben hat. Und ja, dann machen wir das. Vielleicht kriege ich ja dann noch ein hübsches 3D-Ultraschallbild vom Gesicht. Wobei die Hoffnung ist sehr gering. Denn das Kind liegt wirklich grundsätzlich mit dem Gesicht nach hinten. Und dann lässt sich das einfach nicht schallen. Ja. Auf die Geburt hin gesehen, wie ich das schon oft gesagt habe, eine perfekte Lage. Aber für den Ultraschall eben nicht. Aber gut, ist nicht so wild. Ich hatte in der Woche sehr häufig Sodbrennen, also Sodbrennen des Todes. Ja, also das eine Mal habe ich dann ein Trockenbrot abends noch gegessen und eine Banane und danach ging es tatsächlich bei mir richtig gut. Ich konnte dann super gut schlafen, aber ja, das habe ich jetzt gerade irgendwie wieder häufiger. Aber gut, die Gebärmutter, die ist jetzt halt auch schon sehr, sehr weit oben. Ich gucke mal nochmal schnell in meinem Mutterpass, was da drin steht. Meine Frauenärztin hat geschrieben, Rippenbogen minus 1. Ja, vielleicht hängt das einfach damit zusammen, dass die Gebärmutter jetzt einfach so weit oben ist und auf den Magen drückt. Ist ja an sich eine logische Sache. So, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass bei mir tatsächlich diese Vorwehen losgegangen sind. In der Woche hatte ich das auch wieder. Und schon richtig kräftig teilweise. Also so, dass ich einfach sagen kann, das ist definitiv eine Vorwehe. Dieser schwallartige, menstruationsartige oder wie auch immer Schmerz, der da so kommt und eben auch wieder geht. Und das ist eben was anderes wie jetzt diese Kontraktion, die ich ja wirklich schon seit Ewigkeiten habe. Also man kann das ganz gut unterscheiden, ob das eine Kontraktion ist oder wirklich jetzt so eine Vorwehe schon. Ja. Und das ist für mich ein super positives Zeichen. Meine Hebamme hat mir das auch bestätigt, dass das auf jeden Fall Vorwehen sind. Und das hatte ich ja bei Jonas in der Schwangerschaft gar nicht. Und von daher ist das super toll für mich, ja. Das geht von alleine jetzt einfach mal so seinen Gang. Und ja, das ist echt schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig beruhigend und super. Ja, ich hatte gerade eben meine Hebamme schon mit erwähnt. Mit der hatte ich nämlich auch einen Termin in der Woche. Da war sie bei mir zu Hause, damit sie einfach auch schon mal weiß, wo wir wohnen, falls wir tatsächlich hier dann die Geburt vollziehen. Mal schauen. Ja, wir haben uns einfach nur unterhalten und sie hat mir dann noch den Tipp gegeben wegen meinen Schmerzen, dass ich mir da nochmal eine spezielle Fußreflexzonenmassage eben verpassen lasse von einer Kollegin. Also einer anderen Hebamme, aber die ist jetzt leider komplett voll. Die kann leider nicht Hand anlegen an mir. Und das ist jetzt sehr schade. Also ja, dann muss dann doch meine Geburtshaushebamme ran. Weil ich fand, sie hat das eigentlich auch ganz gut gemacht. Also eine Fußreflexzonenmassage habe ich von ihr eben auch schon bekommen. Sie macht das auch richtig kräftig. Schmerzt auch teilweise, aber ja, hat halt dann auch so seine Wirkung. Im Geburtsvorbereitungskurs hatten wir ja diese Schwangerschaftspflegeölprobe von Veleda bekommen, die hier. Die hatte ich euch ja, glaube ich, gezeigt, ne? Fokussiere. Und ich muss sagen, die finde ich jetzt eigentlich gar nicht so gut. Ich hatte die bisher noch nicht, also in Full Size oder so. Von daher gut, dass ich das mal zum Testen bekommen habe. Wobei, ich meine, ne, ist meine letzte Schwangerschaft. Ich brauche sowas eigentlich nicht mehr. Und bin damit nicht so zufrieden. Das ist mir irgendwie zu dickflüssiges Öl oder so. Ich muss da sehr arg so einen Druck auf den Bauch ausüben und das ist mir irgendwie sehr unangenehm, weil jetzt die Haut halt langsam auch sehr spannt und deswegen, also ich bin ein Fan von Freiölprodukten. Da gibt es ja auch speziell hier dieses Schwangerschaftsöl für Schwangere. Das hier ist jetzt eines mit Mango. Das gibt es aber auch klassisch ohne so einen Duft, ne? Ich kann euch das absolut empfehlen, weil das lässt sich super schön auftragen und zieht schnell ein und hat nicht diesen Fettfilm, was so gerne eben so ein Öl eben hinterlässt. Und deswegen finde ich das auch sehr, sehr gut. Aber das ist jetzt auch bald leer und irgendwie war ich jetzt heute etwas zu geizig, nochmal 13 Euro auszugeben. Das ist übrigens eine alte Verpackung, also die sieht inzwischen anders aus. Die ist wieder klar und hat, glaube ich, einen goldenen Deckel oder so. Nur das am Rande. Ja, und da war ich jetzt etwas zu geizig.
mir das nochmal zu kaufen. Ich war nämlich bei DM vorhin und jetzt habe ich mir, weil da in dieser Glückskind-App 20% so ein Coupon drin war, habe ich mir dieses Mama Streiflos Körperöl mitgenommen von Belly Button. Weil das macht mir auch so einen sehr flüssigen Eindruck, dass sich das super leicht eben auf die Haut eben auftragen oder einmassieren lässt, wie auch immer. Und sie schreiben hier eben auch, wo war das? Zieht leicht ein und fettet nicht. Das ist mir ja auch ganz wichtig. Und es riecht auch ganz fein. Ich habe die Dusche davon nämlich auch schon gehabt. Und die fand ich auch sehr, sehr gut. Deswegen habe ich mir das jetzt mal mitgenommen. Weil das kostet halt weniger als die Hälfte. Also 5,95 meine ich. Und dann noch 20% drauf. Und das ist auch für nach der Geburt dann noch super gut zum Verwenden. Man, das Freiöl sowieso auch. Also die Öle gibt es ja für Nicht-Schwangere und Schwangere genauso gleichermaßen. Und so viel wird sich da wahrscheinlich auch nicht von den Inhaltsstoffen her unterscheiden, vermute ich jetzt einfach mal. Dann noch ein kleiner Tipp am Rande. Ich war nämlich heute extra bei Aldi, heute früh um 8 gleich, denn ich habe mir hier so 4 von diesen Oberteilen mitgenommen. Die sind seit heute in der Werbung, oder sagt man das, in der Aktion halt. Das sind Shirts mit Knopfleiste und die sind eben super gut und praktisch fürs Stillen. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Für 4,99 € meine ich das Stück. Irgendwie für diese Stilloberteile wollte ich jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Und es ist sowieso schwierig, schöne zu finden. Und das ist so meliert und so sieht irgendwie doch noch recht cool aus. Und da habe ich jetzt 4 verschiedene Farben. Für 20 €, kann man nichts sagen. Ein kleiner Tipp für diejenigen, die das eben auch so handhaben wollen. Schaut mal ganz schnell noch bei Aldi vorbei, also es war jetzt nicht so der Run drauf, von daher dürftet ihr mit Sicherheit noch was bekommen, wenn ihr morgen oder übermorgen dahin geht. Also die Leute haben sich da heute eher auf alle anderen Sachen gestürzt als auf diese Shirts hier. Eine Sache, eine ganz tolle Sache habe ich noch für euch und zwar, ich hatte mir letzten Winter einen ganz tollen Mantel, also für mich ist es eigentlich ein Mantel, also der endet so kurz über dem Knie, von Nakitano gekauft und der war natürlich auch nicht so günstig. 150 €, glaube ich, oder so hat er gekostet. Finde ich schon viel Geld, muss ich sagen. Das, so viel Geld habe ich noch nie für einen Mantel ausgegeben. Und ich möchte mir halt nicht unbedingt jetzt irgendwie so eine Jacke kaufen, die dann nur noch für die Schwangerschaft halt ist, weil die geht nicht mehr lang. Es sind nur noch 5 Wochen. Und zum anderen möchte ich halt auch eine Jacke haben, die ich dann verwenden kann, wenn ich das Baby im Tragetuch eben bei mir habe. Und in der Schwangerschaft, beziehungsweise dann nach der Geburt bei Jonas, habe ich dann von meiner Schwester eine ausgeliehen gehabt von Bert Baudet, diese Eigenmarke Colleen oder wie sie heißt. Aber die Jacke fand ich ganz furchtbar und das war ein riesen Sack und überhaupt nicht schön. Ich habe da improvisieren müssen mit irgendwelchen Bändeln, die eigentlich zum Taillieren sind, dass die irgendwie nach was aussieht an mir. Und ja, ein Haufen Geld ist da dann auch immer gleich fällig, wenn man so einen Mantel sich so, oder so eine Jacke kauft. Deswegen war ich auf der Suche nach einer Lösung. Da muss es doch irgendwas geben, dass die Jacke einfach weiter ist. So, und ich bin 5 geworden. Und zwar nennt sich das gute Stück Kumja. Das steht für Komm unter meine Jacke. Das ist einfach eine Jackenerweiterung. Ja, ich werde euch den Link auf jeden Fall mal in die Infobox packen. Ich fand das so cool und war so begeistert, dass ich gesagt habe, das ist meine Lösung. Und deswegen habe ich sie angeschrieben. Ja, und habe gefragt, ob ich denn eins zum Testen bekommen könnte. Und die haben mir eins geschickt, ja. Und das möchte ich euch mal zeigen. Aber ich werde das natürlich erstmal ausführlich dann noch testen und dann ein separates Video dazu machen. Aber ich möchte euch jetzt trotzdem mal noch schnell zeigen, wie das Ganze denn aussieht. Ich ziehe es am besten auch gleich mal noch an. Und zwar sieht das Ganze so aus. Das ist mein Mantel. Und das Ding hier, das habe ich hier jetzt auch ein bisschen zugezogen, weil ich ja hier jetzt noch kein Kindchen dann drin habe, sondern die Masse hier am Bauch eben brauche. Die Weite, sag ich jetzt mal. Genau. Und dann lässt sich das ganz einfach mit Reißverschlüssen ganz normal öffnen. Und für diese Reißverschlüsse gibt es halt entsprechende Adapter, die ihr dann hier an den eigentlichen Reißverschluss dran machen könnt oder eben auch reinigen könnt. Wenn jetzt kein von den zigtausend Adaptern, die sie eben im Angebot haben, nicht passt, dann gibt es einen universalen zum Einnähen. Aber das werde ich euch dann noch in dem Video erklären. So sieht das Ganze dann aus mit dem Einsatz drin. Ich hoffe, das sieht man jetzt gut bei dem Licht.
Und ich finde das echt eine coole Sache. Mit diesen Blenden hier, die man auch austauschen kann. Ja, echt cool. Und dieses Zugdingens, das kann man auch rausnehmen. Das muss da nicht drin sein. Das ist auch alles mit einem Klettsystem gemacht. Aber dazu glaube ich dann später mehr. Das wollte ich auf jeden Fall euch mal noch zeigen. Ich bin jetzt gerüstet für die nächsten kalten Tage bis zur Geburt und danach eben auch, weil man das dann eben oben weit machen kann. Einfach hier das Ganze auf. Und dann hat man Platz für das Baby mit Tragetuch. Und könnte dieses Geschnüre dann auch hier unten einsetzen, dass es dann hier unten eben enger wird und nur oben fürs Tragetuch weit ist. Ja, wie ihr seht, ich bin total begeistert von dieser Jackenerweiterung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie dann tatsächlich in der Nutzung sich bewähren wird. Aber ich bin guter Dinge, dass das meine Lösung ist, mit der ich super zufrieden sein werde. Genau, ich werde es auf jeden Fall euch schon mal verlinken und ein Video folgt dann irgendwann nach der Geburt, wo ich einfach so ein bisschen detaillierter dann drauf eingehe, wie das mit diesem Adaptersystem und wie auch immer funktioniert. So, das ist, glaube ich, jetzt ein ewig langes Video. Ich glaube, ich habe ihr alles erzählt. Ich muss euch jetzt nur noch den Bauch zeigen und dann war es das für das Video. Also, ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht es gut, habt eine schöne Woche und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!